In diesem Video möchte ich Ihnen ein paar Tipps geben, wenn Sie Probleme bei der Nutzung von Freenet TV Connect haben. Bei einigen ausgewählten DVB-T2 HD-Receivern, wie hier diesem Samsung, gibt es die TV-Portal oder Freenet TV Connect-Taste, die Ihnen Zugriff auf weitere Inhalte ermöglicht. Freenet TV Connect gibt Ihnen über Ihren vorhandenen Internetzugang Zugriff auf verschiedene digitale Inhalte wie News- und Wettermeldungen, Zugriff auf viele Mediatheken der Sender wie zum Beispiel ARD und Arte, aber auch Live-TV von Sendern, die nicht über Antenne, also über DVB-T2 HD übertragen werden, wie zum Beispiel CNN. Wenn alles korrekt eingerichtet ist, kommt durch Drücken auf die TV-Portal oder Freenet TV Connect-Taste nach ein paar Sekunden das entsprechende Menü. Wenn das bei Ihnen nicht der Fall ist, kann das verschiedene Ursachen haben und auf diese Ursachen möchte ich jetzt in diesem Video auch gleich eingehen. Zur Nutzung von Freenet TV Connect ist in jedem Fall ein Internetzugang notwendig. Ich habe hier daher ein Netzwerkkabel, was in dem Fall an meinem Telekom SpeedPort Hybrid Gerät geht. Geht aber auch mit anderen Internetzugängen von Vodafone, Unity Media, 1&1 oder was auch immer Sie haben. Gern beraten wir Sie auch auf internettelefonfernsehen.de zu den Zugängen verschiedener Anbieter. Wenn die Internetverbindung hergestellt ist und Freenet TV Connect nicht funktioniert, stellen Sie sicher, dass Sie das aktuellste Firmware-Update auf Ihrem Receiver installiert haben. Ich mache das hier am Beispiel meines Samsungs. Ich gehe hier unter Einstellungen und hier auf den Punkt Menü, System und dann gibt es hier den Punkt Software-Update und dann wird über das Internet gesucht. Ich kann auch hier eine manuelle Suche machen und dann wird mir angezeigt, ob ich die aktuellste Firmware installiert habe. Wenn das nicht der Fall ist, ist diese auf jeden Fall notwendig, damit Freenet TV Connect reibungslos funktioniert. So, in dem Fall hat er jetzt hier bei mir auch ein Software-Update gefunden. Das sage ich einmal, dass er das installieren soll. Das wird, wie gesagt, ganz einfach über das Internet runtergeladen und dann installiert. Der Fortschritt des Updates wird mir hier auch angezeigt. Am Ende muss das Gerät dann einmal neu gestartet werden, damit das Firmware-Update abgeschlossen wird. Das zeigt das Gerät auch an oder macht den Neustart auch selbstständig. So, das Software-Update wurde erfolgreich durchgeführt und der Receiver weist mich jetzt noch hin, dass ich hier einen Sendersuchlauf durchführen sollte, damit die zusätzlichen Freenet TV Connect Fernsehsender, die also über Internet empfangen werden, auch in meiner Kanalliste zur Verfügung stehen. So, der Sendersuchlauf läuft jetzt einfach automatisch durch. Hier werden nochmal alle DVB-T, 2 HD-Sender, aber auch die Internetsender über Freenet TV Connect dann gesucht und der Kanalliste ergänzt. Der Sendersuchlauf ist jetzt abgeschlossen und das kann ich dann jetzt hier einmal bestätigen. Wenn alles geklappt hat, sehen Sie hier zusätzliche Sender in der Kanalliste, wie zum Beispiel CNN in Klammern Connect. Das heißt, dieser Fernsehsender wird über das Internet über Freenet TV Connect realisiert und wenn ich den jetzt auswähle, wird die Internetverbindung aufgebaut und der Sender mir hier abgespielt. Wenn es bei Ihnen weiter nicht funktioniert, dann ist noch die Variante, dass Ihr Receiver noch nicht registriert ist für Freenet TV. Diese Registrierung muss zwingend erfolgen. Das zeige ich Ihnen noch, wie das funktioniert. Für die Registrierung Ihres DVB-T2 HD-Empfängers benötigen Sie zwingend die Freenet TV ID. Entweder lag Ihrem Receiver ein solches Dokument bei, wichtiges Dokument, und innen drin dann ein Aufkleber mit der entsprechenden ID. Oder alternativ hier, zum Beispiel beim Samsung Receiver, gehen Sie unter Einstellungen, Kanal, Freenet TV und dann wird Ihnen oben rechts die Freenet TV ID angezeigt, die Sie für die Registrierung benötigen. Gehen Sie dann auf die Webseite freenet.tv/willkommen und dort können Sie Ihre E-Mail-Adresse angeben und die Freenet TV ID und die Registrierung entsprechend der Schritte, die Ihnen dort angezeigt werden, fortsetzen. Wenn die Registrierung abgeschlossen ist, haben Sie hier diesen Bereich Mein Konto auf der Freenet-Webseite. Hier ist entsprechend mein Samsung-Receiver, den ich eben registriert habe. Und er zeigt mir hier noch an, ich habe ein Guthaben noch bis 15.08. So lange kann ich also DVB-T2 HD, die Privatsender, aber auch Freenet TV Connect nutzen. Die Nutzung von Freenet TV kostet 5,75 Euro pro Monat. Sie haben die Möglichkeit, entweder eine solche Guthabenkarte im Handel zu kaufen oder auch online. Den Link finden Sie unter dem Video. Oder Sie informieren sich auf unserer Webseite über die verschiedenen Abo-Modelle für Freenet TV. Es gibt ein Monatsabo, aber auch ein 24-Monats-Abo mit Preisvorteil. Wir beraten Sie gern zu den Möglichkeiten.